Okay, ein Trockenpilz und dann ein Staubhammer. Oder war es erst der Staubhammer und dann der Trockenpilz? Ich weiß es nicht mehr. So, dann gucken wir mal. Willkommen, Reisender. Dies ist Minnie Mausers berühmter Laden im staubtrockenen Vorposten. Für was würden Sie sich interessieren? Wie viel kriege ich eigentlich für den Wackerskick? 30 Münzen, das geht eigentlich. Müssen wir uns merken. Okay, zuerst der Trockenpilz, kostet zum Glück nur 2 Münzen. Und dann der Staubhammer. Sehr schön, danke. Wie, was? Einen Staubhammer nach einem Trockenpilz zu kaufen? Das ist ein geheimes Zeichen, das nur die Freunde von Mausdaffer kennen. Das heißt ja, ihr kennt Mausdaffer. Hallo, mein Freund. Freut mich, dich kennenzulernen. Gibt es irgendwelche Fragen, die ich dir beantworten kann? Tatsächlich ja. Ihr möchtet Mausdaffer treffen? Normalerweise befindet er sich am höchsten Punkt des staubtrockenen Vorpostens. Suche einfach den Weg nach oben, mein Freund. Das bringt uns nicht wirklich weiter, aber danke. Super. Ja. Wow. Ich bin geflasht. Dann gehen wir halt wieder da zurück und gucken, ob wir da vielleicht noch irgendwas finden. Ah. Tür ist offen. Okay, ich glaube, unser Weg nach oben ist gerade aufgetaucht. So völlig aus dem Nix und völlig unerwartet. Ein Brief an die reisende Nomadimaus am Straßenrand. Das war die Maus, wo wir in der Wüste getroffen haben. So, und was haben wir denn da Schönes? Ich gehe mal mit Gumbario da rein. Sieht einfach irgendwie besser aus. Ach, da ist ja dieser komische Händler. Hey, netter Kerl, so trifft man sich wieder. Ich bin froh, dass du mich gefunden hast. Ich bin Mausdaffer. Ich bin derjenige, den du die ganze Zeit über gesucht hast. Wenn ich in der Stadt unterwegs bin, benutze ich den Namen Schick. Es ist immer schön, einen wirklich netten Kerl kennenzulernen. Ich treffe viele Leute, aber du bist mit Abstand der netteste Kerl von allen. Dein Name ist also Mario. Ich hörte, dass du zu den staubtrockenen Ruinen willst. Ich habe das Gefühl, dass du auf einer sehr wichtigen Mission bist. Daher werde ich das Geheimnis für dich lüften. Die Ruinen sind von großer Bedeutung. Meine Vorfahren bewachten sie seit vielen Generationen. Wenn ich das ganze Gesocks nicht von ihnen fernhalte, wer soll es dann tun? Du musst mir versprechen, dieses Geheimnis niemandem zu verraten. Ich überreiche dir dies. Das Pulsjuwel pulsiert schneller, wenn man sich den Ruinen nähert. Dieses Pulsjuwel ist der Schlüssel zu den staubtrockenen Ruinen. Bring ihn in die Wüste. Kommst du in die Nähe der Ruinen, beginnt das Juwel über deinem Kopf zu leuchten. Je näher du kommst, desto schneller blinkt das Juwel. Folge ihm, wohin es dich führt. Finde den Ort, an dem das Juwel am schnellsten blinkt und benutze es, um den Weg zu eröffnen. Okay, danke schön. Je näher du kommst, desto schneller blinkt das Juwel. Folge ihm, wohin es dich führt. Finde den Ort, wo das Juwel am schnellsten blinkt und benutze es, um den Weg zu öffnen. Alles klar. Wir haben das Pulsjuwel und sind kurz davor, das Geheimnis zu lüften. Das hört sich doch gut an. Brauchen wir noch irgendwelche Items, bevor wir weitergehen? Ich gucke gerade mal, was der so noch anbietet. Ich habe gar nicht so direkt drauf geguckt. Blitzschlag gegen einen Gegner, nö, ist doof. Trockenpasta. Pasta aus den staubtrockenen Vorposten stellt 3 KP und 2 BP her. Was haben wir denn alles dabei? Ein Trockenpilz, wow. Den esse ich lieber gleich, dann ist einfach der Platz weg. Wieder frei. Dann nehme ich tatsächlich doch nochmal einen Honigsirup mit. Sicher ist sicher. So. Okay, einmal nochmal abspeichern. Dankeschön. Und dann nach draußen. Nochmal in die Wüste. Okay. Wir haben jetzt das Juwel. Und wir haben noch einen Brief für die Nomadimaus. Den bringen wir ihr gleich, bevor ich sie vergesse. Also vorausgesetzt, sie hockt noch unter der Palme. Das ist natürlich jetzt die Frage der Fragen. Ah, das Juwel pulsiert. Da ist sie. Die Nomadimaus. Schöner Name. Genau, sie sagt uns jetzt was über die Oase. Genau, bla 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 bla. So, sind sie nicht Nomadimaus?
Mein Name ist Parakari, ich bin der Postbote. Ich glaube, ich habe einen Brief für Sie. Einen Moment bitte. Wer den wohl geschrieben hat? Und wieder wurde ein Brief pünktlich zugestellt. Die Arbeit eines Postboten ist nie zu Ende. Ein Brief von Mustafa? Ich kenne den Namen, aber ich kann mich nicht erinnern, zu welchem Gesicht er gehört. Auf jeden Fall herzlichen Dank für die Zustellung. Erstaunlich, dass ihr mich hier draußen gefunden habt. Das Reisen in der Wüste ist sehr gefährlich. Passt gut auf euch auf. Ach ja, nehmt dies als Zeichen meines Dankes. Zögere nicht, nimm es ruhig. Noch ein Sternsplitter, danke. Okay, jetzt zu unserer Ruinensuche. Das ist tatsächlich in der Mitte, ganz, ganz oben. Das weiß ich noch so ein bisschen. Okay, es wird besser. So, gehen wir mal nach da. Okay, es wird immer schneller. Hoki, lass mich in Ruhe. Ah. Noch mehr Pokies. Okay, wir kommen ganz, ganz nah. Okay, das wird sein. Ich gehe mir Bombette rein, weil sie aufgelevelt ist. Und zack. Tja, ich glaube, damit hat Bowser nicht gerechnet, dass wir das Rätsel so schnell lösen würden, hm? Ja, ich bin der große, schreckliche Tutankupa, der unbarmherzige König der Wüste. Wer wagt es, seinen Fuß in meinen Wüstenpalast zu setzen? Sprich und zeige dich. Verlasse diesen Ort sofort, sonst wird Unheil dich befallen. Okay, das wird uns auf jeden Fall nicht abschrecken. Jetzt, wo wir diesen Ort endlich gefunden haben, werden wir nicht zurückkehren. Das wäre, glaube ich, dumm, wenn wir das machen. Hässliche Pokies. Gleich in die Luft jagen. So, das macht gut Schaden jetzt durch den Level-Up. Was sind das für Dinger? Das sind auf jeden Fall stärkere Pokies. Sonst würden wir ja auch die Dinge sehen. Das ist eine Pokémumie, die leben, meinte ich. Dabei handelt es sich um ausgetrocknete Pokies, die jetzt in den Ruinen leben. Maximal KP 4, Angriffskraft 2, Verteidigung 0. Vorsicht, sie haben Stacheln auf ihren Köpfen. Glaub mir, es tut sehr weh, wenn du auf sie springst. Durch die Mumifizierung sind sie auch giftig geworden. Wenn du vergiftet wirst, fallen deine KP für einige Runden. Ich würde vorschlagen, sie zu besiegen, bevor sie uns vergiften. Okay, aber sonst sind sie, glaube ich, nicht anders wie normale Pokies, oder? Außer, dass sie mich vergiften können. So, vielleicht hätte ich doch Cooper. Ach. Wir werden auch genug von diesen Superblöcken finden, keine Sorge. Wenn wir es gut anstellen, können wir jeden unserer Konsorten später aufleveln. Mal gucken, ob wir es tatsächlich alles finden. Ich gebe mir auf jeden Fall Mühe. Versprochen. Ach, guck mal, da kommt schon das erste Mal unser Zauber von Merle. Die Zauber erhöht die Anzahl der gewonnenen Münzen. Uhu. Also wenn der Zauber noch öfters kommt mit den Münzen vermehren, dann haben wir bald die 50 Münzen wieder zusammen. Oh, der Orden ist mega gut hier in dem Level. Oder in dem Kapitel. Ich erkläre gleich, was er kann, wenn ich ihn eingesammelt habe. Aber erstmal muss ich hier zwei Mumien ausschalten.
glaube, hier gibt es auch nochmal einen Superblock, oder? Ich glaube, hier gab es auch nochmal einen. So. Und weg ist er. Zumindest sind wir schon mal in den Ruinen. Das ist ein großer Schritt nach vorne. Jetzt müssen wir nur noch den Stern finden. So. Stachelschildorden. Kein Schaden bei Sprung auf stachelige Gegner. Den würde ich tatsächlich gerne auswählen, aber wie? Ich habe keine BP mehr und ich möchte tatsächlich den Ausweicherorden behalten. Und der Anti-V-Hieb wird uns auch hier sehr nützlich sein. Wir brauchen eigentlich ein Level-Up. Doof. Aber solange wir unseren Hammer haben und Cooper, geht's auch eigentlich so. Aber gut, dass wir ihn auf jeden Fall dabei haben. Für die Zukunft. So, pass mal auf. Ich weiß, es ist jetzt mega riskant, was ich mache, aber ich möchte euch die neue Fähigkeit von Bombette zeigen. Kostet zwar mega viel BP, aber ist auf jeden Fall das Geld vor allem. Die Punkte wert. Powerbombe, eine Explosion, die alle Bodengegner trifft. Und da sie ja jetzt ein bisschen mehr Schaden macht. Aua. Sehr schön. Unser bombiger Freund ist richtig stark geworden. Okay. Abgeschlossen. Du kannst sie nicht öffnen. Doof. Dann gehen wir halt nach unten. Und da ist ein Schlüssel. Ruinenschlüssel. Öffne ein verschlossenes Tor in den staubtrockenen Ruinen. Ob die das früher tatsächlich hatten, solche Schlösser? Bezweifle es ja so ein bisschen. Aber gut. Dann gehen wir halt hier hoch mal. Und drücken aufs Knöpfchen. So, der Sand verschwindet. Und landet in der Kammer unter uns, wo wir gerade eben den Schlüssel abgeholt haben. Sehr schön. Und damit haben wir jetzt einen Weg zu dieser Tür. Narr, du hast meine Warnung ignoriert. Du Narr. Vor meinen Legionen wirst du fallen und zu einer Mumie des ewigen Sands werden. Okay, von mir aus. So, einmal Gumbario, wenn ich da oben den Käfer sehe. Na, komm her. Ich springe auf dich drauf, um dich auf den Rücken zu knallen. So, die Viecher sind auch nicht ohne, wenn man sich nicht mit denen auskennt. Das ist ein Käfer. Käfer sind zwar niedlich, aber fies. Maximal KP 3, Angriffskraft 2, Verteidigung 2. Feuerattacken sind gegen diese Dickköpfe nicht sehr wirkungsvoll. Aber wenn du sie auf den Rücken legst, fällt ihre Verteidigung auf 0. Kipp sie um, Mario. Ich hörte, früher waren sie überall zu finden, aber jetzt kommen sie nur noch an dunklen Orten vor. Der erste Auftritt war in Super Mario Bros. 3. Ja. Und dann waren sie auch in Super Mario World nochmal zu sehen. Funktionieren so ähnlich wie die Koopas, wegen der Verteidigung, meine ich. Aber sie können sich viel schneller wieder auf den Bauch drehen. Deswegen gut, dass wir den Anti-V-Hieb dabei haben. Aber geht auch so. So. Und Gumbario gewinnt den Rest. So. Und tschüss. Dankeschön. Okay. Dann haben wir da hinten gesehen, dass man da was in die Luft sprengen kann. Wir müssen aber erstmal drüber fliegen. So. Und dann sprengen. Gucken wir mal, was wir da hinten haben. Sand. Okay. Dann gucken wir doch erstmal da unten, ob wir da an irgendwas drankommen, bevor wir das fluten. Nö. Nicht, dass wir jetzt gleich irgendwie was uns verbauen. Das wäre doof. Ich glaube zwar nicht, dass es tatsächlich geht, aber sicher ist sicher. So. Nochmal rüber, bitte.
Vielleicht sollten wir doch ein bisschen abnehmen. Der tut sich schon ein bisschen abracken da. Aber fluten wir das da unten wieder. Und kommen an den Ruinenschlüssel. Und da ist ein Sternsplitter. Danke. Zu freundlich. Okay, den Schlüssel nehmen wir natürlich gleich mit. Und gehen weiter nach unten. Von da kamen wir. Und da ist ein Käfer. Bleib mal beim Bomben. Ich probiere mal, ob Bombette denen wehtun kann, weil sie gegen Feuerattacken immun sind. Ob Bombe dazu zählt? Ich weiß es nicht mehr. Ich möchte es mal ausprobieren. Ja, es zählt dazu. Also Bombette ist für die überhaupt kein guter Partner. Dann tatsächlich Gumbario. Weil er kann einmal umdrehen und einmal Schaden machen. Jawoll. Ups. Dann machen wir da den Anti-V-Hieb. So, du bist weg. Und Gumbario soll gleich den anderen umrempeln. So, halt. Nicht unnötig BP verbrauchen. Man muss es auch nicht übertreiben. Und tschüss. Hehehe. Und 99 Münzen. Und es werden mir die Münzen verdoppelt oder vermehrt. Weiß nicht, sie werden auf jeden Fall. Es werden auf jeden Fall viel mehr gekommen als ursprünglich. Da kommen wir, glaube ich, gerade gar nicht durch, ne? Nö. Okay. Doof. Aber wir haben einen Schlüssel. Okay. Wo sind wir jetzt? In irgendeinem komischen Raum? Wenn wir hier drauf drücken, dreht das hier diese Treppe um. Aha. Das gefällt mir nicht. Nee, das gefällt mir ganz und gar nicht. Nö, es wird immer ungemütlicher hier. Na gut, dann halt Augen zu und durch. Was anderes bleibt uns ja nicht übrig. Reicht das? Ja, oder? Hm. Komm. Verschwendung! Ciao. Vielleicht kriegt man wieder eine Blüte zurück. Nö, aber wir kriegen ein saures Tonic. Halt Vergiftung. Nein? Hey, komm, das muss doch zählen. Oh nö, da oben ist ein Flap-Flap. Ah. Pass mal auf. Ach, ein Super, so heißen die hier. Werfe ich den blöden Staubhammer auf die, um die runterzuholen. Daneben. So, ich kümmere mich drum. Reicht es? Ja. Gut, dass wir den Staubhammer dabei hatten. Okay. Bombette ist eigentlich die beste, aber wir haben halt keine BP mehr, ne? Was macht das KP, ne? Ja. Hm. Wo ist denn der dritte? Da. Jawohl. Wenigstens einer weg. Und ein Super ist auch wieder da. Ich mag die Dinger nicht. Außerdem brauchen wir dafür auf jeden Fall Paracarry. Der kann nämlich da hochkommen. So. Daneben. Solange der da oben nämlich an der Decke hängt, können wir dem nicht wehtun. Das ist ein bisschen doof.
Aber zum Glück haben wir Paracarry dabei. Und vorhin den Staubhammer, den wir einfach mal auf ihn geworfen haben. Und tschüss. Er wirft immer mehr seine Körperteile gegen uns und merkt nicht, dass er... Toll, den Zauber hättest du jetzt auch sparen können. Der Zauber verstärkt deine Angriffskraft. Yay. Hätten wir nicht gebraucht, aber trotzdem danke, dass wir es mal demonstrieren. So, 6 Sternpunkte. Cool. Und als Belohnung bekommen wir den Schlüssel. Das ist aber nett. Danke. Und gleich weiter hier. Flieg mich mal darüber. Da kommen wir auf jeden Fall rein. Oh, warte. Hör zu, geh da nicht rein. Ups, ich meine, flieh, solange du noch kannst. Gehst du weiter, wird dich ein schrecklicher Fluch befallen. Aha, alles klar. Dann machen wir doch einfach mal das, was er gesagt hat, was wir bleiben lassen sollen. Wir gehen weiter. Wir drücken mal den Knopf da, drehen die grünen, ich glaube, das soll grün sein, die grünen Treppen um. So. Dann drücken wir nochmal diesen Schalter und drehen sie nochmal um. So. Und jetzt drück mir den roten Schalter. Ja, das sieht gut aus. Die Lichteffekte finde ich irgendwie cool, dass ich das so ein bisschen da... Ja, es sieht irgendwie cool aus. Das hätte ich gar nicht machen müssen, ich Idiot. Ach egal, es sieht doch witzig aus. So. Aber ich kann hier einfach hoch. Und habe das wirklich, wirklich schwere Rätsel gelöst. Eine große Truhe. Was haben wir denn da? Du hast den Superhammer. Die Angriffskraft von Marios Hammer wird erhöht. Außerdem kannst du nun auch Steinblöcke zerstören. Geil. Wenn man trifft, dann funktioniert's auch. Cool. Ein Upgrade für unseren Hammer. Jetzt können wir auch diese komischen Steinblöcke kaputt schießen. Vor allem schießen. Alles klar. Gleich nochmal zurückgehen. Und ja, ich drehe mich, weil das mich ein bisschen schneller macht. Und wenn ich hier so lange laufen muss, dann bringt es tatsächlich ein bisschen was. So. Einmal oben drehen, bitte. Und weg damit und das mitgenommen. Ein Artefakt, ein seltsames Fundstück aus den staubtrockenen Ruinen. Wir nehmen es einfach mal mit. Okay, und wieder zurück nach dort. Denn da haben wir auch irgendwas gesehen. Ein Dreieck. Das ist ein grünes Triforce, glaube ich. Was bist du denn? Ein Pyrastein, ein Dreieckstein aus den staubtrockenen Ruinen. Treffe ich dich? Nö. Aber du erwischst mich, alles klar. So, Gumbari, gib uns mal ein paar Infos über den Felschomp. Das ist ein Felschomp, der den Schatz in diesen Ruinen in diesem Raum bewacht. Er besteht aus Stein. Maximal KP 4, Angriffskraft 3, Verteidigung 1. Mit seinem Kiefern kann er eine Kokosnuss zermalmen. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich will nicht als sein Frühstück enden. Nee, ich auch nicht. Aber Angriffskraft 4... allgemein 4 KP und Verteidigung 1. Jetzt muss man dazu wissen, dass unsere Angriffskraft ja vom Hammer erhöht wurde. Wir machen jetzt normal 2 Schaden und aufgeladen, also mit dem richtigen Action-Kommando 4. Bei dem Gesellen hat leider nur 3 wegen der Verteidigung. Aber das können wir ausgleichen mit unserem Anti-V-Hieb. Hehehe. So, wir switchen gerade mal auch zu Cooper rüber.
Boah, ist das Kommando fies. Halt! Es reicht ein Panzerstoß. Sehr schön. Und die drei machen Mario noch mit dem normalen Hammer. Da wir von 4 einen abziehen müssen, ergibt das 3. Wer rechnen kann, ist klar im Vorteil in diesem Spiel. So, jetzt bräuchte ich aber tatsächlich einen KP-Block. Das wäre gar nicht mal so übel. Nein, ich möchte die Münzen damit nehmen. Dankeschön. Gerade noch so. Okay, wir haben den Pyrostein. Jetzt können wir weitergehen. Wir haben ein bisschen aufgeräumt hier. So. Okay, da unten ist einerseits ein Käfer. Den lassen wir gerade mal Käfer sein und gucken, was hinter der Wand hier ist, die wir aufbrechen können. Ja. Ah, ein Superblock. Dann bekommt das jetzt tatsächlich Cooper. Ja, der bekommt den Superrang. Sehr, sehr nice. Cooper wurde in den Superrang aufgestuft. Yay. Ich wusste doch, es gibt hier noch einen. Okay. Wir werden natürlich gleich wieder gegen diese Dinger kämpfen dürfen, aber ich nehme jetzt mal Cooper. Ah, da ist ja einer. Hi. Cooper ist jetzt auch ein bisschen stärker geworden. Okay, der Multirentler paralysiere alle Gegner am Boden, ist also praktisch wieder Multirentler, nur dass er halt noch, wieder Powerpanzer, nur dass er halt noch parallel die Gegner paralysieren kann. Zeig's euch mal, die normale Kraft jetzt von ihm. Ist jetzt nicht mehr 1, sondern 2, also insgesamt macht er 3 Schaden. Theoretisch. Ja, unser kleiner Cooper wird erwachsen. Und ich krieg das Kommando immer noch nicht hin. Aber der ist jetzt auf jeden Fall down. Ciao, ciao. Chomp, chomp. Daumen nach oben werde ich dich loben. Oh, ich krieg wieder gutes Zeug hier. Wir werden auf jeden Fall hier unten reich in den Ruinen. Der Dia-Stein. Wir haben jetzt 2 Steinchen. Okay, was ist hier unten? Einfach ein Gang. Dann gehen wir doch gleich mal... Wir lassen den Gang mal Gang sein und gehen oben lang.